Hallo zusammen, hier ist Konstantin von der Aktienrunde.de. Weil wir ja jetzt unsere Kampagne mit dem Demokonto abgeschlossen haben, für alle, die es nicht genau wissen, wir haben bei IQ Option ein Demokonto erstellt und dort die 1000 Euro Demogeld hochgetradet auf 2000 Euro. Dafür haben wir ein paar Sessions gebraucht, sind nach Money Management und einer speziellen Trading-Strategie vorgegangen. So, und wie versprochen, werden wir jetzt Folgendes tun, und zwar werden wir euch den kompletten Prozess zeigen, wie ein Konto, ein Echtgeldkonto, in dem Fall jetzt bei IQ Option erstellt wird. Wir werden Geld einzahlen, wir werden traden, und wenn wir auch da die Einzahlung entsprechend verdoppelt haben, dann werden wir auch eine Auszahlung vornehmen. Das heißt, ihr seht alle wichtigen Abläufe: Konto erstellen, Geld einzahlen, Geld auszahlen, und so habt ihr quasi mal alles komplett, zumindest jetzt beim Broker IQ Option, schon mal gesehen. So, wie geht's los? Natürlich muss man sich erstmal bei IQ Option registrieren. Ich mache das jetzt extra wirklich komplett von vorne. Ich nehme jetzt nicht mein Demokonto und aktiviere das quasi als Echtgeldkonto, sondern ich zeige euch den kompletten Prozess. Wir sind jetzt hier schon mal auf unserer Seite www.aktienrunde.de/binäre-optionen. Wir haben ja hier eine Liste der Broker aufgeführt. In dem Fall geht es jetzt um IQ Option. Sieht man ja auch nochmal, dass man rein theoretisch ein Demokonto erstellen könnte. Machen wir jetzt in dem Falle nicht. Wir werden ein Echtgeldkonto erstellen. Und zwar werde ich mich hierzu natürlich jetzt erstmal registrieren müssen. Ich gebe die Daten mal eben ein. So, Geschäftsbedingungen akzeptieren und ein Konto kostenlos eröffnen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und dann sind wir auch schon drin. Jetzt kommt hier kurz eine kleine Hinweismeldung. Auch hier sieht man es nochmal, dass der Handel mit binären Optionen risikobehaftet ist. Wer anderes behauptet, der lügt, ganz einfach. Von daher finde ich es auch ziemlich fair vom Broker, dass hier nochmal so eine Risikowarnung entsprechend angezeigt wird, dass man dem nochmal kurz zustimmt und dann kann man auch quasi loslegen. Das ist jetzt also in gewisser Weise das Demokonto. Wir möchten jetzt aber ein richtiges Guthaben aufladen, deswegen klicke ich direkt hier drauf und werde kurz weitergeleitet. So, Einzahlung. Die nächste Aufgabe, die ich mir jetzt gestellt habe, ist eben 250 Euro einzuzahlen, auf 500 Euro hochzutraden und dann eben die Auszahlung auch einmal zu präsentieren. So habt ihr natürlich die Abläufe dann einfach mal komplett durch Videos dargestellt, anstatt dass ihr nur Testberichte dazu lest. So, ich zahle also 250 Euro ein. In dem Fall gibt es jetzt sogar noch einen Bonus von 30%, sprich, ich erhalte insgesamt 325 Euro. Was es mit diesen Boni auf sich hat, dazu haben wir schon mal ein separates Video veröffentlicht. Wenn ihr dazu Fragen habt, schaut euch am besten das einfach mal an. Oder wendet euch einfach direkt an uns per Facebook oder durch einen Kommentar bei YouTube oder ihr abonniert unseren Newsletter und könnt uns dann auch regelmäßig entsprechend dann Nachrichten per E-Mail zukommen lassen. Das als Nebeninformation. Jetzt geht's hier also los. Ich nehme 250 Euro und gehe einen Schritt weiter. Die Daten gebe ich mal ganz kurz ein. So, jetzt klicke ich auf Bezahlen. Hier läuft das Ganze jetzt bei mir per Mobile TAN. Muss ich jetzt noch eben eingeben. Jetzt dauert es noch mal eben einen kleinen Moment. Und das sieht gut aus.
So, nachdem die persönlichen Informationen alle angegeben sind, müssen noch ein paar weitere Fragen beantwortet werden. So, nachdem jetzt alle Felder ausgefüllt sind, aus Datenschutzgründen verpixel ich das natürlich, klicke ich hier auf Speichern und Fortsetzen, nachdem ich dann auch hier die Bedingungen akzeptiere. Anschließend gibt man noch seine Handynummer an, damit man sich über einen zusätzlichen Code quasi verifizieren kann, wodurch natürlich nochmal der Schutz des Kontos deutlich erhöht wird. So, dann lasse ich mir den mal kurz zuschicken. Das ist also eine automatische Nachricht, die man dann erhält. Dieser Code, den man dann zugeschickt bekommt, den habe ich jetzt auch schon. Der ist insgesamt 5 Minuten gültig. Das heißt, danach verliert er seine Gültigkeit. So. Anschließend muss noch die Identität nachgewiesen werden. Das heißt, es wird der Personalausweis von beiden Seiten fotografiert und hier entsprechend hinzugefügt. Das dient alles einfach nur dem Schutz des Kontos, hat auch mit dem Geldwäschegesetz zu tun, dass nochmal geprüft wird, ob die Daten alle übereinstimmen. Und man sieht es auch hier oben nochmal. IQ Option wird reguliert nach CISEC, also Cyprus Securities and Exchange Commission. Weshalb in gewisser Weise diese Verifizierung des Kontos einfach erforderlich ist. So, hier steht dann auch, alle bei uns eröffneten Accounts werden automatisch von Investor Compensation Fund gedeckt, der unseren Kunden bis zu 20.000 Euro Einzahlungsversicherung anbietet. Ihre persönlichen Daten werden von European Data Protection Act geschützt. Also auch hier sieht man nochmal, durch diese Regulierung ist einfach ein hohes Maß an Kontoschutz und Identitätsschutz quasi gegeben. Deshalb ist dieser Aufwand in gewisser Weise einfach nötig. So, das kann man notfalls im Nachhinein auch noch machen. Ich überspringe das jetzt einfach mal, damit die Sache schneller ist. Und jetzt wird man auch schnell sehen, also spätestens wenn man sich auch etwas auszahlen lassen will, dann muss die Identität ganz klar sein. Gut, jetzt kriegt man hier nochmal kurz so eine Werbung. Das Kapital liegt jetzt also bei 325 Euro. Es sind 250 eingezahlt worden und der Rest ist quasi dieser Bonus. Dazu, wie gesagt, haben wir nochmal ein extra Video. Die Handelshistorie ist logischerweise noch leer. Auch das Interface muss ich jetzt entsprechend so anpassen, wie ich möchte. Also ich könnte mir vor allem erstmal eine Kerzendarstellung einstellen. Ich kann die Darstellung der Kerzen, also das Zeitintervall festlegen. Und alle weiteren Indikatoren und so weiter genau aktivieren, Bollinger Bänder beispielsweise und auch also die Oszillatoren, Stochastik und RSI. Und dann hat man hier schon mal wieder so eine Grundeinstellung vorgenommen. Ja, das soll es jetzt bezüglich der Eröffnung des Kontos gewesen sein. In nächster Zeit werde ich dann also mit diesem Echtgeldkonto traden. Ihr werdet auch hier das Kapital immer wieder sehen. Ich zeige euch zwischendurch die Handelshistorie. Also alles ungeschönt und ungeschnitten. Einfach so, wie es die Realität wirklich zeigt. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Und wenn ihr hierzu irgendwelche Fragen haben solltet, dann kontaktiert uns einfach. Wir versuchen, so gut es geht, zu helfen. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!